Hallo Freunde, heute wird es richtig schön dreckig, deswegen sieht die Kamera so aus, wie sie aussieht. Und zwar werden wir die Achsmanschetten tauschen, nicht radseitig, sondern getriebeseitig, deswegen wird es auch ein bisschen komplizierter und ich wünsche euch viel Spaß. Als allererstes lösen wir die Zentralschraube in der Mitte. Diese muss auch im Nachhinein erneuert werden, da es sich um eine Dehnschraube handelt. Als nächstes lösen wir die Radschrauben. Jetzt das Rad ab. Jetzt kann die Zentralschraube komplett gelöst werden. Da sieht man das gute Stück schon, was ich austauschen möchte. Jetzt lösen wir den Spurstangenkopf. Der Spurstangenkopf muss herausgedrückt werden. Dafür gibt es ja verschiedenste Möglichkeiten. Ich nutze jetzt hier so ein Ausdrückwerkzeug. Das hat jetzt den Sinn, dass wir hier jetzt alles frei bewegen können und die Antriebswelle aus seiner Halterung rausbekommen. Mit einem Innenfehlzahn M12 kommt ihr jetzt hier hinten an die Befestigungsschrauben der Antriebswelle ran. Die müsst ihr jetzt lösen, das ist eigentlich so mit die aufwendigste Aufgabe, weil ihr müsst immer, wenn ihr sie lösen wollt, einen Gang reinmachen und immer, wenn ihr die nächste Schraube nutzen wollt, müsst ihr einen Gang rausnehmen, damit ihr die Antriebswelle bewegen könnt. Nun entspannen wir das Ganze mit einem weiteren Wagenheb. Manchmal geht das mit dem Zeigen ganz schlecht alleine. Deshalb sage ich euch jetzt, ich habe hier dies ganz zur Seite gedreht und dann konnte ich die Antriebswelle rausziehen. Und jetzt muss sie nur noch aus dem ganzen Gewirr entfernt werden. So, ich hatte echt riesen Probleme, die Antriebswelle rauszubekommen. Und ich bin echt ein bisschen stolz, muss ich sagen, weil ich habe mir ein bisschen was gebastelt jetzt. Ich habe zwei Gewindestangen genau in die Löcher gesteckt, wo halt die Vielzahnschrauben drin sind. Habe da eine Platte rübergelegt. Und darunter habe ich genau einen passenden Aufsatz benutzt, der genau darunter passte und auf die Antriebswelle passte. Und habe dann immer nacheinander die Schrauben angezogen. Das hat aber nicht gereicht, weil das Metall nicht hart genug ist hier oben drauf. Und dann habe ich ordentlich mit dem Hammer mit richtig Bums. Also wenn ihr Probleme habt, das rauszukriegen, wendet ein bisschen Gewalt an, weil sonst kriegt ihr diese Antriebswelle da einfach nicht raus. Ich habe sie jetzt auf jeden Fall raus. Heißt, Achsmanschette neu machen, Fett reinfüllen ins Gelenk und dann kommt der ganze Scheiß wieder rein. Zu guter Letzt die Schelle. So, jetzt sind wir damit durch. Zu guter Letzt alles wieder rückwärts einbauen. Achsmanschetten. Zwei aufeinander. Ja, genau, ey. Ich krieg den Dings da nicht mehr raus. Ja, klar, ey. Oh Mann, warum muss denn das immer sein? Mann, warum kann denn nicht einmal was laufen? Fucking Schraube festziehen. Ach ja. Das ist doch nicht zu fassen, ey. Das kann echt nicht wahr sein. Ehrlich nicht. Geh einfach ab. Aber wir hatten ja eh nichts anderes vor. Sitzen. Zum Glück nehme ich das alles auf jetzt. Das kommt immer alles damit rein. Und man auch mal sieht, wie scheiße ich mich aufrege. Wir sind fast fertig. Nur noch Rad drauf. Jetzt kommen die Alus auch wieder drauf. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin super fertig. Ist schon echt ein guter Akt. Aber es hat sich gelohnt.
haben wir das auch geschafft. Endlich. Falls ihr genau das gleiche vor euch habt, unten findet ihr in der Videobeschreibung alle Links dazu, was ihr braucht. Und falls ihr mal mehr solche Ausraster oder Entgleisungen von mir sehen wollt, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Mich würde es sehr interessieren, weil dann werde ich die Kamera einfach mal öfter länger laufen lassen. Und dann kann ich mir gut vorstellen, dass es öfteren mal solche Sachen in den Videos vorkommen. Außerdem möchte ich noch sagen, ich bin nächste Woche in Wolfsburg auf dem Bully Festival. Falls jemand von euch da ist, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Dann können wir uns da auf jeden Fall mal sehen und mal ein bisschen schnacken und ich kann euch mal privat kennenlernen. Und ansonsten hoffe ich, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Also haut rein!